In diesem Video sprechen wir über das Thema Dissoziationen bzw. die dissoziativen Störungen, wie sie im brandaktuellen ICD-11 in der Edition 2024 beschrieben werden. Außerdem sprechen wir darüber, was Betroffene für sich tun können, wenn sie selber unter dissoziativen Symptomen leiden. Ja, Dissoziationen, das ist ein Begriff, den die meisten meiner Zuschauer in diesem Video wahrscheinlich schon einmal gehört haben. Zum Beispiel, weil die dissoziativen Symptome als eines der Kann-Kriterien für die Borderline-Persönlichkeitsstörung genannt werden. Das heißt, Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden sehr, sehr häufig unter dissoziativen Symptomen. Auch werden Dissoziationen immer mal wieder im Kontext von Autismus-Spektrumsstörungen beschrieben und diskutiert. Da diskutiert man, ob Menschen mit Autismus, wenn sie sich in einem Zustand des sogenannten Meltdowns, das heißt auf Deutsch übersetzt Kernschmelze, wenn sie einen inneren Zusammenbruch erleiden, weil sie sich überfordert oder überreizt fühlen, nicht auch in einem Zustand der Dissoziation befinden. Ja, und aus diesem und vielen, vielen anderen Gründen, und sei es auch nur, weil diejenigen, die meine YouTube-Videos schauen, grundsätzlich interessiert sind am Thema Psychologie und psychischen Erkrankungen, sollten wir doch einmal über das Thema Dissoziationen gesondert sprechen und sollten darüber sprechen, wie die Dissoziationen aktuell im ICD-11 klassifiziert und beschrieben werden. Bevor es losgeht, noch eine kurze Anmerkung. Ich zitiere in diesem Video aus dem brandaktuellen ICD-11 und zwar aus der internationalen Version. Die internationale Version wird herausgegeben in englischer Sprache. Alles, was ich hier zitiere, habe ich für euch ins Deutsche übersetzt. Ich belege meine Aussagen in diesem Video auch mit entsprechenden Einblendungen aus dem ICD-11. Wer den ICD-11 allerdings für sich noch einmal aufrufen und ja, das von mir Gesagte hier nachprüfen möchte, findet natürlich einen Link zum ICD-11 in der Beschreibung zu diesem Video. Ja, und jetzt lasst uns gar nicht mehr viel Zeit verlieren. Sprechen wir über das Thema Dissoziation bzw. die dissoziativen Störungen, wie sie im ICD-11 beschrieben werden. Und zwar gibt es natürlich, wie bei jedem Störungsbild im ICD-11, erst einmal eine allgemeine Beschreibung dieses Störungsbildes bzw. dieses Phänomens. Und da heißt es im ICD-11, ich zitiere, dissoziative Störungen sind durch eine unwillkürliche Störung oder Unterbrechung der normalen Integration eines oder mehrerer der folgenden Elemente gekennzeichnet. Identität, Empfindungen, Wahrnehmungen, Affekte, Gedanken, Erinnerungen, Kontrolle über Körperbewegungen oder Verhalten. Die Störung oder Diskontinuität kann vollständig sein, ist jedoch häufiger nur teilweise und kann von Tag zu Tag oder sogar von Stunde zu Stunde variieren. Die Symptome dissoziativer Störungen sind nicht auf die direkte Wirkung eines Medikaments oder einer Substanz zurückzuführen, einschließlich Entzugserscheinungen, und lassen sich nicht besser durch eine andere psychische Störung, Verhaltensstörung oder neurologische Entwicklungsstörung, eine Schlaf-Wach-Störung, eine Erkrankung des Nervensystems oder einen anderen Gesundheitszustand erklären und sind nicht Teil einer anerkannten kulturellen, religiösen oder spirituellen Praxis. Dissoziative Symptome bei dissoziativen Störungen sind so schwerwiegend, dass sie zu einer erheblichen Beeinträchtigung persönlicher, familiärer, sozialer, pädagogischer, beruflicher oder anderer wichtiger Funktionsbereiche führen. Ja, so einmal dazu, was im ICD-11
als allgemeine Beschreibung und damit einhergehend natürlich auch den Diagnosekriterien der dissoziativen Störungen beschrieben wird. Jetzt weiß ich natürlich, dass das, was ich hier gerade zitiert habe, sich sehr kompliziert angehört haben mag für viele meiner Zuschauer. Deswegen nochmal von mir eine ganz kurze Erläuterung dazu, was Dissoziationen sind. Dissoziationen sind eine pathologische Diskonnektivität von sich selbst, der Selbstwahrnehmung, den eigenen Gefühlen, Gedanken und auch der Wahrnehmung der Umwelt um einen herum. Pathologisch in dem Sinne, dass, wie ich es ja auch gerade schon beschrieben habe, es dabei ja zu einer signifikanten und klinisch bedeutsamen negativen Beeinträchtigung des alltäglichen Lebens kommt, der beruflichen Aktivität, des familiären Miteinanders und so weiter und so fort. Dieser Zusatz wirkt jetzt vielleicht erstmal marginal oder als ja wäre das ja selbstverständlich. Und dazu muss man ganz klar sagen. Und das wird ja auch von anderen Experten, die sich mit dem Thema Dissoziation beschäftigen. Da sei nur zum Beispiel Dami Scharf hier auf YouTube genannt, auch immer wieder beschrieben. Wenn ich mich in einem Zustand der Trance, in einem Zustand der Gedankenverlorenheit befinde, dass ich also sozusagen an meinem Schreibtisch sitze und vor mich hinträume, dann empfinde ich ja auch schon eine Art Disconnection zu meinen Wahrnehmungen, zu meiner Körperwahrnehmung zum Beispiel. Ich vergesse zum Beispiel für einen kurzen Augenblick, dass ich gerade Hunger habe, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder ich nehme gar nicht mehr wahr, dass es im Raum gerade ganz besonders kalt oder ganz besonders warm ist. Das ist, so wie es ganz, ganz häufig beschrieben wird, zum Beispiel von der von mir sehr geschätzten Dami Scharf, natürlich auch schon eine Art von kleiner Dissoziation, eine Alltagsdissoziation. Und auch Dami Scharf beschreibt es so, dass manche Menschen halt ja eine Neigung zu diesen Alltagsdissoziationen haben. Manche Menschen eben kleine Träumer sind, um es mal so zu beschreiben. Aber das ist dann natürlich in keinem Fall pathologisch, weil es eben nicht klinisch signifikant ist, weil dadurch auch kein Leidensdruck entsteht, weder für sich selbst noch für das Umfeld. Und in diesem Fall kann oder soll natürlich auch keine dissoziative Störung nach ICD-11 diagnostiziert werden. Eine weitere Anmerkung von mir. In dem, was ich gerade zitiert habe aus dem ICD-11, hieß es ja, dass diese dissoziative Störung nicht Teil einer oder nicht besser erklärt werden kann durch eine andere Störung, durch eine andere psychische Erkrankung. Und das, obwohl ich am Anfang dieses Videos ja bereits gesagt habe, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung zum Beispiel dissoziative Symptome wiederum als eines der Kann-Diagnosekriterien beschrieben hat. Natürlich kann es trotzdem gerechtfertigt sein, zum einen die Borderline-Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren und gleichzeitig auch eine dissoziative Störung zu diagnostizieren. Das heißt, beide Diagnosen können natürlich auch nebeneinander existieren. Es ist nur einmal leider so, dass man herausgefunden hat oder dass es einem absolut ja, gesichertes Wissen über Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ist, dass Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung so häufig auch eine dissoziative Störung haben als Begleitstörung, dass das eben als eines der typischen Kann-Kriterien, aber offen gesagt als eines der häufiger vorkommenden Kann-Kriterien wiederum in den entsprechenden Diagnosemanualen bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung beschrieben wurde. Ja, jetzt muss man ganz
klar sagen. Und das werden auch diejenigen wissen, die schon tiefer im Thema Dissoziationen drin sind. Das ist eine ganze Reihe von verschiedenen Arten von Dissoziationen gibt. Und das ging im Endeffekt auch schon aus meinen hier zitierten und auch ja erläuterten Beschreibungen hervor. Ich habe ja gesagt, man kann disconnected sein von sich selbst, von den eigenen Gedanken und Empfindungen. Man kann aber auch disconnected sein von seiner Umwelt etc. pp. Wenn wir da sehr genau sind, müssen wir natürlich erstmal feststellen, naja, das ist ja etwas völlig anderes, ob ich mich selbst nicht mehr spüre oder meine Umwelt nicht mehr genau wahrnehme. Und hier nennt der ICD-11, und zwar als eine ganze Reihe einzeln feststellbarer, diagnostizierbarer, mit einem eigenen Diagnoseschlüssel versehene Unterarten dieser dissoziativen Störungen. Und das sind, ich gebe euch hier nur die Auflistung, ganz, ganz wichtig, ich habe die einzelnen Unterarten der Dissoziation schon sehr, sehr gut und detailliert in einem anderen separaten Video erläutert. Und ganz, ganz wichtig, dieses Video verlinke ich euch auch in der Endcard zu diesem Video. Das heißt, jeder, der jetzt sagt, hey, ich wollte eigentlich ja eine detaillierte Beschreibung hören zu den ganzen einzelnen Facetten und Spielarten, die man im Hinblick auf dissoziative Störungen haben kann. Ihr müsst nichts weiter tun, als in diesem Video ganz bis zum Ende dran zu bleiben und ihr werdet dann automatisch von mir zu diesem anderen Video mit der detaillierten Beschreibung weitergeleitet. Im ICD-11 werden genannt die dissoziative neurologische Symptomstörung, die dissoziative Amnesie, das ist, Erläuterung von mir, ein Zustand, an dem man sich nicht mehr an bestimmte Zeitabschnitte aus seiner Vergangenheit, aus seinem Leben erinnern kann. Das kann Tage, Wochen, Monate, aber auch ganze Jahre betreffen. Die dissoziative Trance-Störung, die dissoziative Besessenheitstrance-Störung, die dissoziative Identitätsstörung, die partielle dissoziative Identitätsstörung. Übrigens, diese beiden letzten genannten Punkte, die sogenannte DIS oder die Vorstufe der DIS, ist das, was man im Volksmund als eine gespaltene Persönlichkeit bezeichnen würde. Die Depersonalisations-Derealisationsstörung und es gibt auch noch andere weitere spezifizierte dissoziative Störungen. Ja, wir sehen also die Bandbreite an dissoziativen Störungen und was da genau los sein kann in einem selbst im Hinblick auf was und auf welche Art und Weise man pathologisch disconnected sein kann. Ja, diese Bandbreite ist sehr, sehr groß. Und das ist schlicht und ergreifend auch der Grund, warum wir das nicht alles in diesem Video besprechen können. Aber wie gesagt, ich habe schon ein separates Video, in dem die verschiedenen Unterarten der Dissoziationen genauer erläutert werden. Was ich euch versprochen habe, anfangs dieses Videos ist natürlich, dass wir auch noch zumindest kurz darüber sprechen, was man denn machen kann, wenn man solche Dissoziationen hat. Natürlich auch diejenigen, die dieses Video schauen und, um jetzt nun mal ein mögliches Beispiel zu nennen, die sagen, hey, ich verfolge dich, lieber Tom, schon länger auf YouTube und ich habe den Verdacht selber eine Borderline-Störung zu haben oder ich habe vielleicht sogar schon eine Diagnose auf Borderline bekommen, wusste aber noch gar nichts, weil ich da noch nicht so tief im Thema bin, etwas über diesen ganzen Komplex der Dissoziation. Jetzt sehe ich dieses Video und ich erkenne mich total wieder. Ja, für diejenigen. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig. Dissoziationen
Das ist eine mehr oder weniger schwere Störung. Das ist eine Störung, bei der es einen Behandlungsbedarf gibt. Und in diesem Fall, es ist natürlich etwas müßig, denn ich gehe natürlich davon aus oder ich setze im Rahmen der Medienkompetenz natürlich auch hoffentlich immer so ein bisschen voraus, dass die mündigen, erwachsenen Zuschauer meiner Videos wissen, dass dieses Video einen Arztbesuch, einen Therapeuten, einen Psychiater, den Besuch bei einem Psychiater, Neurologen, egal um welches Thema es sich halt hier handelt, niemals ersetzen kann. Meine Videos ersetzen keine Therapie, ersetzen keine professionelle Diagnostik, ersetzen keine medikamentöse Behandlung und so weiter und so fort. All diese Videos dienen für euch dazu, dass ihr Wissen erwerben könnt, sei es aus einem sachlichen Interesse am Thema Psychologie oder natürlich auch über euch selbst, dass die Selbsterkenntnis gefördert wird. Und natürlich auch für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, für die Selbsthilfe, ja, bei verschiedenen Störungsbildern, bei verschiedenen Erkrankungen natürlich auch. Immer, wie gesagt, die Verantwortung liegt bei den mündigen erwachsenen Zusehern dieses Videos. Dies sind allgemeine Videos. Es ist nie eine Einzelfallberatung. Naja, wichtig ist es natürlich, wenn ihr euch wieder erkennt in diesem Video, dass ihr dann mit eurem Arzt, Therapeut, Psychiater etc. pp. Darüber sprecht. Und dass ihr natürlich euch dann auch professionell therapieren lasst. Ganz grundsätzlich, allgemein gesprochen, keine Einzelfallberatung kann man aber sagen. Und das ist auch im Grunde Bestandteil, ich würde einmal fast sagen, aller Therapien im Hinblick auf die Dissoziationen, dass man, um sich aus den dissoziativen Zuständen herauszubewegen oder noch sehr viel idealer, wenn man bemerkt, dass man gerade selber in einen dissoziativen Zustand abrutscht, das ist möglich, insbesondere dann, wenn man wieder im Kontext einer professionellen Therapie natürlich hier schon im Hinblick auf die Achtsamkeit, auf die Selbstbeobachtung geschult wurde. Viele Betroffene von Dissoziationen beschreiben nämlich zum Beispiel, dass sie ja es schon durchaus im Vorhinein entweder körperlich oder mental irgendwie merken, dass sie jetzt abkippen in einen Zustand der Dissoziation und wenn sie da sehr achtsam sind, eventuell schon die kleinsten Anzeichen bemerken. Naja, und andere wissen vielleicht auch schon aus der Selbsterfahrung in denen und denen Lebenssituationen. Zum Beispiel, wenn ich sehr gestresst bin oder mich etwas sehr ängstigt, das ist nur ein Beispiel, dann habe ich eine Neigung, wieder in eine dissoziative Episode abzurutschen, dass man dann natürlich im Idealfall präventiv schon tätig wird. Und das tut man in aller Regel über einen starken körperlichen Reiz. Und da werden im Rahmen von professionellen Therapien auch häufig solche Skills-Sets oder Skills-Köfferchen zusammengestellt aus individuellen, das kann dieses Video nicht leisten, Möglichkeiten, sich körperlich relativ stark zu reizen, ohne aber, wie gesagt, sich selber zu schädigen. Oder das ist ganz wichtig. Ja. Bei diesen starken körperlichen Reizen geht es nicht darum, den Kopf gegen die Wand zu schlagen oder sich auf eine andere Art und Weise selbst zu verletzen, anhalten, zu schädigen etc. pp. Nein, das natürlich nicht. Es geht hierbei um Dinge wie Riechfläschchen, an denen man riechen kann. Es geht um starke Geschmacksreize, wie zum Beispiel Chilischoten, auf die man beißen kann. Es geht dabei darum, zum Beispiel eine kalte oder eine heiße Dusche zu nehmen. Achtung, Disclaimer von mir, nicht so kalt oder nicht so heiß, dass man sich damit schädigt, dass man sich verbrennt, dass man sich total verkühlt. Was ein bisschen tricky sein kann, wenn man sich eventuell schon bereits teilweise in einem Zustand der Dissoziation befindet, wo wiederum die Körperwahrnehmung beeinträchtigt ist.
ihr seht, das ist alles sehr komplex und deswegen konsultiert dort einen professionellen Therapeuten und verlasst euch nicht nur auf meine YouTube-Videos, auch wenn es mir natürlich schmeichelt, wenn ihr sagt, hey Tom, ich mache das so, ich verlasse mich nur auf dich. Ja, meine Bitte, immer auch einen Therapeuten zu Rate ziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, um solche Reize geht es hier. Okay, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Skills und das zum Abschluss dieses Videos. Auch da habe ich schon mal ein Video auf YouTube veröffentlicht und das war ein Video, ein Kooperationsvideo mit der ehemaligen, muss man ganz klar sagen, YouTuberin, Influencerin Livia Florentine. Die ist jetzt schon länger nicht mehr wirklich aktiv auf YouTube und Social Media. Wer die liebe Livia noch kennt. Ja, ich habe mal ein Video mit Livia Florentine hier zusammen auf YouTube gemacht und veröffentlicht. Auch dieses Video, wo Livia Florentine, selbst Betroffene von Dissoziationen, eine ganze Bandbreite, meiner Meinung nach wirklich ausgezeichnet, erläutert von Möglichkeiten, die man hat, sich selber zu helfen bei dissoziativen Zuständen. Auch dieses Video verlinke ich euch jetzt gleich in der Endcard. Ihr müsst nur noch wenige Sekunden dranbleiben und ihr kommt sofort zu diesem und zu dem anderen Video, wo ich genauer auf die verschiedenen Arten von Dissoziationen eingehe. Ja, vielleicht noch zum Schluss. Diese YouTube-Videos zu erstellen, das kostet mich natürlich sehr viel Zeit. Ich mache YouTube, ja, als selbstständig tätiger YouTuber, aber ich bin auch noch anders beruflich tätig neben YouTube und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen. Euer Support hält natürlich diesen YouTube-Kanal dahingehend am Leben, dass ich es mir überhaupt erlauben kann, YouTube-Videos zu machen, bin ich ganz ehrlich. Ihr könnt mir helfen, wenn ihr mich unterstützen möchtet, wenn ihr sagt, yo, deine Videos gefallen mir, dieses Video hat mir gefallen auf ja, drei möglichen Wegen. Erstens, ihr schaut meine Videos ganz bis zum Schluss. Das spendet mir und meinen Videos Watchtime, was wiederum dafür sorgt, dass die Videos häufiger ausgespielt werden. Und ich auch Werbeeinnahmen über das YouTube-Partnerprogramm generieren kann. Da bin ich ganz transparent. Zweitens, ihr werdet Kanalmitglied und könnt mich dann und diesen YouTube-Kanal mit einem kleinen monatlichen finanziellen Betrag, der ist im Vergleich zu anderen ja, YouTubern, die Kanalmitgliedschaften anbieten, meiner Meinung nach sehr fair, dieser Betrag. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und drittens, ihr könnt natürlich bei PayPal eine freiwillige Zuwendung, Umgangssprache hier auf YouTube, eine Spende dalassen. Ja, und das war's mit dem Outro zu diesem Video. Ich bedanke mich bei allen, die dabei gewesen sind. Ich freue mich darauf, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei gewesen seid. Und jetzt zu meiner Rechten und zu eurer Linken die angeteaserten Videos. In der unteren Endcard hier, ich zeige da drauf, bekommt ihr das Video mit den Skills mit Livia Florentine. Und das obere Video ist die Erläuterung zu den verschiedenen Arten von Dissoziationen. Haltet wie immer die Ohren steif, lasst es euch gut gehen. Herzliche Grüße, euer Tom.